Hallo liebe Ladies und auch willkommen liebe Herren auf dem Body IP Ladies Channel. Wir sind im Gym und heute geht es um die Brust, um ein schönes Dekolleté und was es da für kleine Tricks gibt. Viel Spaß! Ja, wir sind heute im Gym und heute geht es um die Brust, um ein schöneres, volleres Dekolleté, um eine Übung, mit der wir die Brust optisch etwas vergrößern können. Ihr kennt es sicherlich, wir trainieren schon länger, wir machen einige Diäten und der Körperfettanteil reduziert sich und wir können uns leider nicht aussuchen, wo wir das Fett verlieren. Und das Brustgewebe ist nun mal vorrangig Fettgewebe und auch bei mir ist es in den Diäten so, dass die Brust einfach dann schrumpft und das könnt ihr sicherlich ja nachempfinden. Bevor man dann aber über eine Brust-OP nachdenkt, ja, jetzt werden einige sagen, ich hatte doch eine, ja, können wir noch mal drüber sprechen, das ist ein anderes Thema, was sehr, sehr viele Risiken auch mit sich bringt, das können wir dann gerne noch mal an anderer Stelle besprechen. Aber heute geht es einfach um einen kleinen Trick, den wir machen können, um die Brust optisch schon mal zu vergrößern, bevor wir diesen Schritt mit einer OP gehen. Und mit der heutigen Übung habe ich auf jeden Fall einen schönen Effekt, den ich erwirke. Im oberen Teil der Brust, also die oberen Fasern der Brust, werden dabei angesprochen. Die kann man super zu Hause machen oder auch im Gym. Und ja, die macht einfach wirklich den oberen Teil der Brust sehr, sehr schön. Wenn ich vom oberen Teil spreche, dann wissen die Jungs wahrscheinlich schon Bescheid. Simon liebt das Brusttraining. Manchmal hat er gefühlt mehr Oberweite als ich. Also Simon hat zig Videos dazu schon gemacht. Und auch für uns Frauen ist das einfach ein super, eine super Alternative zu einer OP oder ähnlichem. Und mit der Übung könnt ihr das erwirken, dass es einfach hier oben etwas voller wirkt. Ihr braucht eine Schrägbank, ihr könnt es auch zu Hause machen, lehnt euch da auf der Couch einfach etwas zurück, nehmt euch ein Gewicht. Im Gym nehmt auf jeden Fall die 5 Kilo Scheibe, die sollte dazu passen. Wer schon erfahren ist, kann auch ein höheres Gewicht nehmen, gar kein Problem, testet euch da langsam ran. Ganz wichtig ist, dass ihr die Hantelscheibe fest zwischen euren Handflächen haltet, richtig zerdrückt. Presst die richtig schön in den Handflächen, damit sie nicht auf euch fällt. Ja, also wirklich die ganze Zeit konstant Druck auf die Hantelscheibe ausüben. Und dann drückt ihr richtig schön nach oben, dreht noch leicht die Ellbogen ein wenig ein, sodass ihr es auf jeden Fall im oberen Anteil merkt. So wie ich jetzt gerade hier die Übung ausführe, seht ihr auch genau, welche Muskelfasern da beansprucht werden, der Brustmuskulatur. Und genau das ist der Effekt, den wir haben wollen. Und für euch Fortgeschrittenen kann ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, probiert diese Übung mal nach dem Bankdrücken oder Schrägbankdrücken aus als Supersatz. Das ist auf jeden Fall eine super Alternative und für euch Anfänger. Startet erstmal mit der Übung, schaut, ob 5 Kilo das richtige Gewicht ist. Wenn ihr schon Fortgeschrittener seid, könnt ihr natürlich da auch das Gewicht steigern. Ja, das war meine Übung für ein schöneres, volleres Dekolleté für den Sommer. Macht's auf jeden Fall nach. Schaut weiter bei Facebook und Instagram auch vorbei. Bei Instagram ein bisschen was Privateres von mir. Abonniert den Channel, lasst gerne ein Like da und bis ganz bald, eure Mara.